die ersten beiden Aufgaben für die Vektoraddition, zur Vektoraddition. Wenn Sie das hier brutal lesen als 3 nach rechts, 2 nach oben, 1, 2, 3, 1, 2. Jeder von denen hier ist ex, ex, ex. Jeder von denen hier ist ey, ey. Und dann ist das hier der erste, 3, 2. Und jetzt kommt der zweite, 2 nach rechts, minus 1 nach oben heißt 1 nach unten, 2 nach rechts, minus 1 nach oben, also 1 nach unten. EY, den sollte ich mal da wegnehmen, so, hier kommt, das war EY, hier kommt EX, nochmal EX, zweimal EX, minus einmal, ich schreibe mal hier, minus EY, kommt da dran, dann ist das der zweite Vektor und die Summe, den einen Pfeil mit dem Fuß an die Spitze des anderen und dann die beiden freibleibenden Enden verbinden. So, das wäre die Summe offensichtlich. Und da kommt dann raus 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts, 3 plus 2 und 2 minus 1, 1 nach oben. Keine große Überraschung. 5, 1. Der zweite ist ekliger. Ich schaffe hier unten mal Platz, ich denke, das war so banal, das kriegen Sie hin. Für den zweiten muss ich mal gerade hier mehr Platz schaffen. Das Ganze im Raum, das Ganze nett perspektivisch. Mal sehen. Ich mache das meist so, dass ich x nach rechts nehme, y nach hinten nehme, also so in die Ebene rein, und z nach oben nehme. Probieren wir das mal. 3 nach rechts, 2 nach hinten, 1 nach oben heißt das ja im Endeffekt. 1, 2, 3 nach rechts. So, 1 nach hinten muss es etwas kürzer aussehen. Der ist zwar eine Einheit lang, aber nach hinten sehen Sie ja weniger davon, wird er etwas kürzer. Oh, 2 nach hinten, was habe ich gesagt? 2 nach hinten, 1, 2 nach hinten und 1 nach oben. Sowas, das hier wäre also EX, 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 EY, EY und da hätten wir EZ. Und nehmen wir den ersten, 3, 2, 1. Der zeigt jetzt also nach hinten. Diese hier gehen alle nach hinten. Der geht nach oben, der zeigt nach hinten, vor allem nach rechts, hinten, oben. Dieser erste. Und jetzt brauche ich noch 2 nach rechts, 1 nach vorne, 4 nach oben. Den soll ich da oben dranhängen, an den hier dranhängen. 2 nach rechts, 1, 2, ex, ex. Zweimal nach rechts gehen. 1 nach vorne gehen. Minus 1 nach hinten gehen, also 1 nach vorne gehen, den hier umgekehrt, 1 nach vorne gehen, der zeigt jetzt zu mir hin. Wir sehen, das kann man so ein bisschen mit den Pfeilspitzen veranschaulichen. Der Pfeil zeigt zu mir hin, ich male den mal groß. Diese Pfeilspitze zeigt zu mir hin, so ein bisschen. Dieser Pfeil zeigt von mir weg. Kann man das so ein bisschen klarer mitmachen. Das kann man noch weiter treiben. Auf den Pfeil gucke ich platt von vorne drauf. Der piekst aus der Fläche raus zu mir. Ich sehe nur noch die Pfeilspitze. Und auf den Pfeil gucke ich platt von hinten drauf. Der zeigt exakt von mir weg. Ich sehe sozusagen die Flügelchen. Denken Sie so hier an Indianer und so weiter. Sie sehen quasi hier die Flügelchen von dem Pfeil. Das sind so übliche Tricks, wie man Pfeile halbwegs perspektivisch malen kann. Okay, wo war ich eigentlich? 2 nach rechts, 1 nach vorne und 4. Na toll, 4 nach oben. 4 nach oben wollte ich haben. 1, 2, 3, 4. Da landen wir also. Das ist der zweite Vektor. Der kommt uns so ein Stückchen entgegen. Nach rechts oben und kommt uns ein Stückchen hier nach vorne entgegen. Und die Summe, oh, das passt ja gerade noch, die Summe von den beiden hier. Das wäre die Summe von den beiden. Zeigt natürlich deutlich nach hinten. Der deutlich nach hinten, der ein Stückchen nach vorne, der zeigt wieder nach hinten. Das könnte man jetzt ablesen, aber Sie können natürlich auch rechnen. 3 plus 2 sind 5, 2 minus 1 sind 1 und 1 plus 4 sind auch schon wieder 5. Ich hoffe, das stimmt hier mit der Zeichnung. Ich gehe 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts, dann gehe ich 1 nach hinten, 5 nach oben. 1 nach hinten, na, hätte man etwas besser zeichnen können, aber es sieht nicht ganz so falsch aus. 5 nach rechts, 1 nach hinten, 5 nach oben. Ist hoffentlich dasselbe. So könnte man sich das ein bisschen rauslügen mit so einer dreidimensionalen perspektivischen Darstellung. Ich meine, das ist ja noch eine harmlose Art an Perspektive.
Da ist ja noch kein Fluchtpunkt. Dann wird es heikel, wenn Sie jetzt anfangen, irgendwas mit Fluchtpunkten zu zeichnen. Dann wird es allmählich auch eklig, was abzulesen. Also wenn Sie jetzt hier einen Fluchtpunkt haben wollen zum Beispiel, das fluchtet da so hin, das fluchtet dahin, das fluchtet dahin. Da jetzt irgendwas abzulesen aus so einer perspektivischen Darstellung mit einem Fluchtpunkt, und dann können Sie noch zwei und drei Fluchtpunkte haben, wird ziemlich eklig. Man wird also typischerweise Fluchtpunkte vermeiden und das Ganze hübsch parallel lassen. Dieses EY, egal wo Sie es haben, zeigt dann bei mir immer hier schön in 45 Grad. Dann kann man tatsächlich noch was ablesen und umso leichter zeichnen. Das waren die beiden ersten Aufgaben. Sie haben recht, ich war doch ein bisschen faul. Ich hätte vielleicht die Achsen einzeichnen sollen. Also die X-Achse geht ohne Lineal in die Richtung, die Y-Achse geht die Y-Achse geht in die Richtung, hier nach hinten weg, und die Z-Achse geht hier nach oben hin. Und man hätte natürlich hier auch einen schönen Kringel zeichnen können und man hätte die Einheiten einzeichnen können an die Achsen. Habe ich jetzt eben sein gelassen, weil hier stehen ja schon die Basisvektoren EX, EY, EZ. Ich muss gestehen, bisher habe ich nie solche Aufgaben gestellt, skizzieren Sie mit Hilfe von Pfeilen. Da steht dann meist, berechnen Sie, und dahinter steht Skizze, Ausrufezeichen. Dass Sie sehen, wie das im Raum zusammenhängt, dann will ich aber gar nicht genau was ablesen aus der Skizze. Ich möchte nur, dass Sie verstanden haben, wie denn die Lage im Raum ist. Also normalerweise gibt es bei mir keine exakten Skizzen. Das ist die Antwort auf die Frage. Das war jetzt nur mal als Übungsaufgabe, dass Sie gezwungen sind. Vielleicht mit Lineal, anders als ich das hier gemacht habe. Das hier ist so das, was man auf dem Bierdeckel machen würde, um sich zu vergewissern, dass man eine Ahnung hat, was man tut. Ehrlich gesagt, im wahren Leben nimmt dann ja auch keiner Lineal zur Hand. Sie haben Computer, wenn es ernst wird. Und ansonsten machen Sie das hier so bierdeckelmäßig, um eine Idee zu kriegen, persönlich eine Idee zu kriegen.